Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind wir wieder. Herzlich willkommen hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional. Heute ist Freitag, der 5. Februar und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen und eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Heute sehen Sie nun das Finale unserer Service-Serie zum Einbruchschutz und der Sicherheit für Ihr Haus. Eine Woche lang haben wir in Zusammenarbeit mit der Polizei Ihnen Tipps und Tricks aufgezeigt, dass es die Täter nicht so leicht haben und aufgrund des Widerstandes vielleicht doch aufgeben. Nun folgt der 5. und letzte Teil. Marienberg, Garagenkomplex heimgesucht. Am Sonntagnachmittag haben Diebe von einem Grundstück in der neuen Marienberger Straße ein Quad mit Räumschild gestohlen. Obernhau, Einbruch in Geschäft. Marienberg, Großrückerswalde, Unbekannte brachen mehrere Garagen und einen Keller auf. Kaum eine Woche, in der wir nicht von Einbrüchen in unserem Sendegebiet berichten müssen. Allerdings machen wir es den Langfingern aber auch allzu oft recht einfach. Polizeihauptkommissar Frank Arnold, Leiter der polizeilichen Beratungsstelle in Chemnitz, hat Ihnen in den letzten Tagen gezeigt, wie man seine Türen und Fenster sichern kann. Was aber, wenn trotz aller Vorsicht der Einbrecher doch den Weg in die Wohnung oder ins Haus findet? Das ist natürlich ein Fall, den ich Ihnen nicht empfehle, dass es Ihnen passiert. Aber wie Sie richtig gefragt haben, es kann durchaus passieren. Wir müssen natürlich gemeinsam bestimmte Merkmale beachten. Als erstes ist Ihre Sicherheit und Unverletzlichkeit unabkömmlich. Also suchen Sie in Ihrem Haus einen sicheren Raum ab. Auf, schließen Sie sich ein, Sie sollten dort ein Telefon mithaben. Beachten Sie das, dass Sie vielleicht einfach mal schauen, wo liegt mein Telefon, im Gefahrenfall, wo kann ich anrufen. In der Regel ist es so, dass der Einbrecher genauso viel Angst hat wie Sie auch. Also der Einbrecher ist nicht der Raubstraftäter, der Sie richtig überfällt, Ihnen ein Leid zufügt und Sie dann beraubt, sondern es ist im wahrsten Sinne der Einbrecher, der relativ schnell in Ihr Haus, in Ihr Gebäude, in Ihre Wohnung eindringt und diese auch schnell und ungesehen wieder verlassen will. Prinzipiell könnten Sie diesen Einbrecher auch festhalten nach den sogenannten Jedermannsrechten des Strafprozesses, der Strafprozessordnung, bedeutet aber, die eigene Gesundheit geht immer vor. Und nichts ist es wert, dass Sie vielleicht in einem Geplänkel sich schwer verletzen oder schwer verletzt werden. Also beachten Sie ganz einfach unsere Hinweise. Alle Maßnahmen zur Eigensicherung mit sogenannten Reizstoffsprays, mit Schreckschusswaffen, mit Leuchtkugeln, mit Gasdruckrevolvern sind natürlich immer kontraproduktiv. Sie befinden sich immer in Räumen. Wenn Sie anfangen zu sprühen, leiden Sie genauso wie der Täter. Wenn Sie einen Gasdruckrevolver abdrücken in Ihrem eigenen Bereich, haben Sie dieselben Folgen zu ertragen. Sobald wie Sie den öffentlichen Verkehrsraum betreten, unterliegen diese Geräte, die ich Ihnen gerade genannt habe, dem kleinen Waffenschein. Also Sie benötigen eine Erlaubnis der Erlaubnisbehörde, in der Regel ist das das zuständige Ordnungsamt, oder die Waffenbehörde der Stadt oder des Landes, wo Sie dort registriert werden. Und es ist ein Trugschluss, dass Sie mit einem Pfefferspray, welches illegal nach Deutschland eingeführt wird, eine Sicherheit haben. Wenn Sie den Täter unmittelbar in das Gesicht sprühen, kann es passieren, dass er erblindet. Und bitte jetzt nicht sagen, das hat er verdient. Sie begehen dort eine schwerste Körperverletzung. Wenn Sie Pech haben und der Wind dreht sich, werden Sie natürlich selbst eingenebelt. Und sind Sie doch mal ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, laufen Sie den ganzen Tag mit der Spraydose dann in der Hand rum. Die Frauen haben sie in der Regel in der Handtasche, die Männer vielleicht irgendwo in der Jackentasche. Und wenn es zu diesem Ereignis kommt, ist das wie ein Schock. So ganz schnell geht das, so ganz plötzlich geht das. Dann fangen Ihnen an, die Knie zu zittern. Das kann man ganz schlecht trainieren. Überlassen Sie das bitte den Fachleuten. Also sich selbst sichern. Und dann muss ich natürlich beachten, der war in meinem eigenen Haus. Ich habe den auch noch gesehen, wo er geflüchtet ist. Bitte sofort über die 110 anrufen. Egal, wo Sie sich befinden, in welchem Bundesland auch Sie diesen Beitrag sehen. Die Notrufnummern sind immer auf die zuständigen Polizeidienststellen aufgestellt. Das wäre also bei uns die Polizeidirektion Chemnitz. Und auch bei 40 Notrufleitungen kann es passieren, dass mal eine besetzt ist. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Legen Sie nicht auf. Ich weiß, gefühlte 10 Sekunden sind wie 5 Minuten. Versuchen Sie ruhig und sachlich zu bleiben. Nennen Sie immer
Ihren Namen, vor allem Ihren Wohnort. Beschreiben Sie ganz kurz und prägnant den Tathergang bzw. was Sie festgestellt haben. Denken Sie an eventuell verletzte Personen, an andere Sachen. Versuchen Sie also unseren Kollegen am Notruf zu helfen. Das sind alles sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die werden Sie auch dort durchgeleiten. Und wir wissen natürlich, Sie sind genauso aufgeregt, wie ich das jetzt selbst wäre. Ich denke bloß mal an einen Verkehrsunfall. Nicht schuldhaft, aber man ist erstmal total konfus, wenn man aussteigt, man weiß nicht, was man tun soll. Das sind also immer diese Reaktionen. Besser ist natürlich, es passiert Ihnen nicht. Wenn es passiert, immer an die eigene Sicherheit denken, Spuren sichern. Man kann dann auch mit dem Strick oder wie auch immer den Weg des Täters markieren. Laufen Sie bitte nicht drüber, fangen Sie bitte nicht an aufzuräumen, auch wenn es Ihnen am Herzen liegt. Genauso ist das, wenn Sie Ihr Haus betreten, Ihre Wohnung betreten und Sie stellen fest, es hat ein Einbruch stattgefunden. Versuchen Sie möglichst dann sofort die Polizei zu rufen, manchmal auch über den guten, wachsamen Nachbarn. Und unsere Kollegen und Kolleginnen versuchen dann auch schnellstmöglich vor Ort zu kommen. Wir hoffen, in dieser Woche einige Tipps und Anregungen gegeben zu haben, damit Ihnen das gar nicht erst passiert und solche Meldungen in Zukunft öfters zu hören sind. Gelenau. Türen hielten Stand. In der Ernst-Grohmann-Straße versuchten Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Geschäft einzubrechen. Die Täter hebelten an der Haupteingangstür und einer weiteren Tür. Beide Türen hielten den Tätern aber stand und es gelang ihnen nicht, in das Gebäude einzudringen. Der gestrige Abend verlief für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Seifen und Umgebung alles andere als ruhig. Grund dafür war eine Alarmierung. Tja, und unsere Reporter wissen mehr darüber. Gegen 20 Uhr rückten am gestrigen Donnerstagabend die Olbernhauer und die Feuerwehren aus dem Spielzeugwinkel zu einem Brand in die alte Dorfstraße in den Kurort aus. Erneut stand eine Halle eines Seifner Agrarbetriebes in Flammen. Neben Strohballen waren dort auch ca. 100 Kälber untergebracht. Mitarbeiter und Anwohner hatten die Tiere bereits vor Eintreffen der Hilfskräfte in Sicherheit gebracht. Bei der Rettung der Kälber verletzten sich 5 Personen leicht. 4 von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen, ein 49-jähriger Mann zog sich eine Sturzverletzung zu. Alle konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Das Stallgebäude ist durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Der Brandursachenermittler begann am heutigen Freitag den Brandort zu untersuchen. Der Einsatz eines Pferdenhundes blieb ohne Erfolg. Heute, liebe Zuschauer, ist ein Thementag, der so lecker wie kein weiterer ist. Ja, aber dafür auch mächtig auf die Hüfte geht. Heute ist der Welt-Nutella-Tag. Ja, und Nicole Fugmann-Müller hat sich mal mit dieser Nuss-Nougat-Creme auseinandergesetzt und ist dem Glas mal auf den Grund gegangen. Diesen besonderen Tag hat sich 2007 die US-amerikanische Autorin und Journalistin Sara Rosse ausgedacht. Die Idee, die italienische Nuss-Nougat-Creme derart in Szene zu setzen, kam ihr während eines Italienurlaubs. Sie wollte alle Fans des Brotaufstrichs dazu aufrufen, ihre Vorliebe an diesem Tag mit kreativen Ideen zu feiern. Und die Idee wurde zu einem Erfolg. Bis heute konnte die Erfinderin des Tages auf ihrer Website mehr als 700 verschiedene Nutella-Rezepte sammeln. Dem Hersteller des Brotaufstrichs war dieser Hype zunächst gar nicht recht. Und er wollte das Welt-Nutella-Tag-Projekt verbieten. Doch nachdem Fans in der ganzen Welt dagegen Sturm liefen, erhalten die Macher des Projektes seit dem letzten Jahr nun tatsächlich Unterstützung von Seiten des Herstellers. Auch wir haben uns entschlossen, den Tag einmal kreativ zu feiern und eines der Rezepte für Sie, liebe Zuschauer, einmal zu testen. Dafür braucht man folgende Zutaten. Natürlich ein Glas der Nuss-Nougat-Creme, Pizzateig, einen Teller, ein Glas und nun geht's los. Schicht für Schicht wird der Kuchen aufgebaut. Wir brauchen insgesamt 3 Schichten Teig. Zuerst rollt man den Teig für die erste Schicht aus, dann den Teller als Maß auflegen und rundherum ausschneiden. Das gleiche macht man mit den nächsten 2 Teigschichten.
Dann geht es auch schon ab aufs Backblech. Backpapier drunter, erste Schicht Teig drauf. Nun satt mit Nutella bestreichen. Kleiner Tipp, es geht leichter, wenn die Nuss-Nougat-Creme zuvor im Wasserbad etwas erhitzt wurde. Die letzte Schicht ist nun wieder eine Teigplatte. Jetzt mit einem Glas die Mitte markieren und rundherum den Kreis in Viertel einschneiden. Die Viertel nochmals teilen. Und dann die entstehenden Achtel nochmals unterteilen. Nun nimmt man jeweils zwei der Teigteile in die Hand und verdreht sie zweimal. So verfährt man mit allen Teilen. Zum Schluss werden die Enden noch paarweise verbunden, denn so entstehen die Strahlen des Nutella-Sterns. Nun noch mit etwas Eigelb bepinseln und ab geht es für 15 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Seifen, wer fuhr in Grundstückszaun? Zeugen gesucht. Ein bisher unbekannter Pkw befuhr am 4. Februar gegen 21 Uhr die abschüssige Neuhausener Straße aus Richtung Bahnhofsstraße. In Höhe des Hausgrundstückes Nummer 5 kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Bordstein in den Zaun des Grundstücks. Danach entfernte sich der Pkw unerlaubt vom Unfallort. Es konnten Pkw-Teile mit olivgrüner Farbe und einer silberfarbenen Radkappe sichergestellt werden. Der Schaden am Zaun beziffert sich auf ca. 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen können. Unter Telefon 03735 60 60 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Die Polizei kontrolliert unter anderem die Geschwindigkeiten am Montag in Scharfenstein auf der Bahnhofsstraße. Und außerdem lauern auch die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes wieder an den üblichen und bekannten Stellen. Also da, wo man sie immer findet. Ja. Und außerdem sind auch die Videomessfahrzeuge auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, liebe Zuschauer, Augen auf und Fuß vom Gas. Darüber hinaus ist in Marienberg ab Montag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund dafür sind Fällungen und Baumsanierungsarbeiten. Im Zeitraum von Montag, den 8. bis Freitag, den 12. Februar, werden in den Bereichen Goethe-Park und Trebra-Park in Marienberg Fellarbeiten und Baumsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei kommt es zu Nutzungseinschränkungen an den Parkflächen Goethering am Roten Turm und Trebra-Straße. Ebenso kann es auf den genannten Straßen zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.
Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel wolkig mit einem Blick auf die abnehmende Sichel des Mondes. Mit Regen ist im Großen und Ganzen nicht zu rechnen, nur örtlich kann es vereinzelt tröpfeln. Die Temperaturen für die Tageszeit untypisch und auf dem Weg nach oben. Olbernhau werden zwischen 3 und 4 Grad erwartet, Marienberg zwischen 2 und 4 und in Zschopau werden sogar zwischen 3 und 5 Grad gemessen. Der Wind kommt aus Süden mit bis zu 14 Stundenkilometern. Morgen beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens können Sie den Sonnenaufgang 7.36 Uhr genießen. Der Himmel zeigt sich wolkig bis leicht bewölkt und niederschlagsfrei. Die Sonne liefert im Tagesverlauf bis zu 6 Sonnenstunden ab. In Olbernhau gibt es 3 bis 9 Grad, Marienberg 2 bis 8 und in Zschopau werden 4 bis 12 Grad gemessen. Der Wind weht mit 20 und in Spitzen bis zu 46 Stundenkilometer aus südlichen Richtungen. Der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Der Sonntag ist wolkig und niederschlagsfrei. Dabei strahlt die Sonne bis zu 4 Sonnenstunden. Mit zwischen 4 und 12 Grad gibt es wieder angenehm milde Temperaturen. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen. Am Montag erreicht uns dann wieder ein Sturmgebiet. Der Himmel ist wolkig mit einem Sonnenanteil bis zu 3 Stunden. Regnen wird es nicht. Das Quecksilber zeigt zwischen 3 und 10 Grad. Der Wind legt aber wieder mächtig zu und weht in Böen mit bis zu 72 Stundenkilometer aus Südwesten. Ein Trost bleibt, das Wochenende ist erstmal schön, liebe Zuschauer. Das war Megional am Freitag und schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich am Montag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Morgen für Sie hier an dieser Stelle Eileen Mosel mit unserem Kulturmagazin Megional am Wochenende. Das wird auch wieder sehr unterhaltsam, das kann ich schon mal versprechen. Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abend und sagen Tschüss bis Montag. So, Welt-Nutella-Tag. Ich würde sagen, wir kosten die Leckereien von der Nicole und dann ab ins Wochenende, oder? Klar. Na dann, los geht's. Lasst euch mal. Ganz lecker. Viele Grüße an den Chef.